Hallo meine lieben Stiere und herzlich willkommen zu eurer Juni-Legung. Ja, last but not least. Meine Lieben, dafür bekommt ihr eure Legung heute zum Neumond in den Zwillingen. Ich weiß, ich bin ein bisschen spät dran, aber nichts passiert ohne Grund. Die Botschaften kommen immer genau dann, wenn sie kommen sollen. Also Kommunikation als Schlüssel. Wir haben ganz, ganz viel Zwillinge-Energie und mein lieber Stier, für dich betont das das zweite Haus, Geld und materielle Werte. Deswegen ein kleiner Side-Fact, also alle Gespräche rund um ja, materielle Werte, Geld, Beförderung, Vorstellungsgespräche, Hauskauf, ne, was auch immer, alles rund um diese Themen haben bei dir jetzt gerade Hochphase, ne, absolutes Entwicklungspotenzial, deswegen Kommunikation als Schlüssel. Sprich deine Bedürfnisse aus, geh hin, frag nach der Gehaltserhöhung, frag, ob du in die Wohnung einziehen kannst. Ne? So, also je offener du jetzt kommunizierst, desto mehr Entwicklung ist in diesen Bereichen möglich. Das möchte ich einfach nochmal sagen. Aber wir schauen jetzt einfach mal in die Karten, welche Botschaft des Universums. Ja, ergreif eine Chance, meine Lieben. Take the lead. Ein Wendepunkt. Irgendeine Chance sollst du ergreifen. Denn Jupiter in deinem zweiten Haus hilft dir, etwas zu gestalten, etwas in dein Leben zu integrieren, ne? Aufzublühen, aufzusteigen. Aber irgendeine Chance möchte ergriffen werden, meine lieben Stiere. Aber was ich sagen wollte. Bitte bedenke, das hier ist eine allgemeine Legung. Das heißt, sie kann auf dich zutreffen, muss es aber nicht tun. Ich weiß nicht, für welchen Stier ich hier heute die Karten lege. Und natürlich seid ihr nicht alle in derselben Situation. Deswegen, nur wenn du sagst, hey, ja, mit dieser Legung kann ich total was anfangen. Das motiviert mich, das inspiriert mich, das gibt mir Klarheit oder es bestätigt mich. Nur dann, wirklich nur dann, ist sie auch für dich bestimmt. Jetzt haben wir hier noch die Steinbock-Energie, also kann sehr stark karriere-related sein, meine Lieben. Ast der Stäbe, interessant. Ja, und da ist diese neue Chance. Da ist diese neue Chance, nach der du greifen sollst, weil sie ein absoluter Game-Changer, ein absoluter Wendepunkt in deinem Leben ist. Und ich sehe das ganze Licht und die ganze Motivation und das ganze Feuer und die ganze Inspiration reinkommen. Das irgendwie, also entweder hast du eine super Idee oder irgendwas gibt dir neue Zuversicht, neue Kraft, neue Motivation. Irgendwas erwacht auch zum Leben, ne? Das Gericht ist ja Erwachen. Eine Karte hätte ich gerne noch. Ha, da bist du. Base Chakra, Ast der Münzen haben wir auch noch. Und das ist genau das, warum die Zwillinge-Energie dein zweites Haus betont. Ne? Es ist irgendwas Grundlegendes, es ist ein Vertrag, der unterschrieben wird, es hat was mit Wohnung zu tun, mit Geld, mit bestehenden Beziehungen. Ne? So, es manifestiert sich im Außen in deiner echten, materiellen, realen Welt. Okay, und irgendwie hast du darauf lange gewartet. Der Hierophant, deine Karte und die sieben Münzen. Das, ne, Awaiting Results, ein Ergebnis, auf das du gewartet hast. Ein Prozess, der schon länger geht, erfährt hier eine sehr, sehr, sehr belebende Energie. Aha. Wir schauen mal, mein lieber Stier. Königin der Münzen. Witzigerweise, obwohl ich ja vom Gefühl her immer zum weiblichen Kollektiv spreche, habe ich die Königin der Münzen gerade nicht als deine Energie wahrgenommen, sondern die Energie einer anderen Frau. Sieben Münzen, Herrscherin, ja, hier ist irgendeine andere Frau. Vier Stäbe. Aha. Witzigerweise kenne ich einen Stier, der gerade mit zwei anderen Frauen eine Vier-Stäbe-Energie gestaltet.
keine Ahnung, es kann auch sowas so sein, wie du wartest schon lange irgendwie auf ein neues Zuhause in der Natur. Vielleicht steht ein Umzug an und jetzt, ne, kriegst du endlich die Wohnungszusage. Aber die Königin der Münzen hier, irgendeine andere Frau spielt eine Rolle. Die kläre ich gleich nochmal ab. Mein erster Impuls ist immer, wenn, ne, wenn eine Königinnenkarte in deinem Element rausfällt, also in deinem Fall eben die Königin der Münzen, sage ich immer, ja, hier bist du, aber dieses Mal ganz laut, nee, das bist nicht du. Das ist jemand anders. Okay. Welche Chance sollst du ergreifen, die für dich so ein Wendepunkt ist? Oh, wow, es geht zum zweiten Mal das Gericht. Okay, der Ritter der Münzen. Das Universum ruft dich auf, etwas zu gestalten. Ja, okay. Ich weiß nicht, ob die 7 Münzen, die 8 Münzen mir sagen, hier beginnt ein Projekt, ein großes Projekt, vielleicht ein gemeinsames Projekt. Na, sowas wie, keine Ahnung, du und dein Partner findet endlich das Haus, das ihr euch schon seit 100 Jahren selber ausbauen wollt. Oder, ne, 7 Münzen, 8 Münzen, Ritter der Münzen. Das ist irgendwie das, worauf du gewartet hast, das ist die zündende Idee. Das ist, keine Ahnung, das Jobangebot, das größer ist, als du dachtest. Das ist der Einfall, die Idee, jetzt schnipse ich schon wieder, wo du sagst, ja Mann, und das sind meine neuen Projekte und das sind meine neuen Ziele und jetzt habe ich da irgendwie eine klare Struktur, einen klaren Anhaltspunkt, wo ich hinarbeite, wie es weitergeht. Aber es ist du lässt irgendwas entstehen. Du kreierst irgendwas. Irgendwas Neues. Und die 3 Stäbe ist Manifestation. Und die 7 Münzen, ich habe schon das Gefühl, du hast die ganze Zeit darauf gewartet. So, Königin der Münzen. Ich hätte gern eine Karte zur Königin der Münzen. Die 10 Stäbe. Die 5 Stäbe. Okay, die 6 Schwerter und der Narr. Okay. Die Königin der Münzen ist irgendeine Unterstützung. Ich weiß nicht, was für ein Problem du hattest. Ne? So, 5 Stäbe. Irgendein Problem hattest du. Irgendwas hast du gesagt, ey, ich muss das lösen. Keine Ahnung, schwieriger Arbeitsplatz, ich finde die Wohnung nicht, ich finde den neuen Job nicht. Die Königin der Münzen verhilft dir, aus einer eher schwierigen Situation in eine viel einfachere, leichtere, unbeschwertere. Ne? So, 10 Stäbe ist total schwer und belastend und es ist Zeit. Ne? Hier ist es an ein Ende gekommen, aber es war vielleicht schwierig, hier zu einem Ende zu kommen. Aber die Königin der Münzen, sie bietet dir irgendwie dieses Boot an, habe ich das Gefühl. Dieses, komm, steig ein, Stier. Komm, steig ein, Stier. Okay, was sind denn die 8 Münzen? Ich habe das Gefühl, du hast dir, also. Oh, die Kraft. Haha, guck mal, wo die hinfallen. Guck mal, wo die hinfallen. Gut, 10 Stäbe, 10 Schwerter zu dieser 5-Schwerter-Situation. Ich meine, vielleicht hast du auch ein Problem mit einer Königin der Münzen, aber hier kommt ja trotzdem, beziehungsweise lass mich mal das Ast der Stäbe nochmal abklären, weil hier kommt ein neuer Impuls, eine neue Energie, eine neue, irgendwas Neues kommt rein. Ne, was dich. Ja, okay. Alles klar, der Tod. Okay, meine Lieben, Skorpion, Transformation, Veränderung, Ende. Ne? Zweimal die, also 10, 10.
Das Universum bringt dir den Wendepunkt, auf den du schon so lange gewartet hast. Ich habe das Gefühl, es ist die Veränderung, auf die du lange gewartet hast. Ich sehe auch, es ist ein bisschen einem Kraftaufwand verbunden. So. Also da fließt jetzt irgendeine Anstrengung mit ein, okay, das mache ich jetzt, das kreiere ich jetzt, das gestalte ich jetzt, dieses Projekt beginne ich jetzt, was auch immer, ich weiß es nicht. Aber ich sehe, dass du irgendwo raus willst oder dass es an der Zeit war, irgendetwas hinter dir zu lassen, dass dir aber bisher die fehlende Komponente oder die Chance, nach der du greifen sollst, dass sie bisher nicht kam. Und das ändert sich. Das ist die Veränderung. Hier ist sie. Und ich habe auch das Gefühl, jetzt kläre ich das Gericht nochmal ab, aber sie ist glasklar. Zweimal das Gericht. Ja, und zwar in der Zwillingezeit. Okay. Das Universum stellt dich vor eine Entscheidung. Das ist irgendwie hier raus, da rein. Auch das ist die Energie vom Tod. Das Universum liefert dir die Antwort, die Information. Was ist der Game Changer? Was ist der neue Weg? Wo geht's hin? Ich nehme die Liebenden hier wahr als diese Weichenstellen. Das Universum stellt für dich die Weichen neu. Komplett neu. Der Tod, 10 Schwerter, 10 Stäbe. Komplett neu. Ich nehme auch eine Unterstützung wahr. Das war mein erster Impuls von der Königin der Münzen. Aber vielleicht ist auch die Königin der Münzen eben jemand, den du hinter dir lässt. Wo du endlich frei bist von, keine Ahnung, einer bestimmten Situation, die wirklich schwierig war. Und ich sehe dich auch ermutigt. Ich sehe dich voller Leidenschaft, ich sehe dich voller Tatendrang, ich sehe dich entschlossen. Entschlossen, was deine nächsten Schritte sein werden. Und auf das hast du so lange gewartet. Dieses, so wird's gemacht, so mache ich's jetzt. Okay, mein lieber Stier, so lasse ich das hier stehen. Unten in der Infobox findest du den Link zum weiterführenden Reading, wo ich auf all das hier nochmal genauer eingehen möchte. Ich kläre auf jeden Fall diese Energie ab von unterstützender Person. Ich sehe aber auch etwas, was eher sehr schwierig war und absolut zum Ende kommt. Und natürlich auch ein bisschen was da eigentlich für eine ganz krass transformative neue Energie reinkommt. Die irgendwie, die Liebenden, die Erkenntnis kommt durch Kommunikation, kommt durch Gespräch. Und dann schauen wir einfach mal ganz intuitiv. Mein lieber Stier, wenn du dich hier angesprochen gefühlt hast, ist es sehr wahrscheinlich, dass du das auch in der Zusatzlegung tun wirst. Ich lasse mich ganz intuitiv durchtreiben. Schauen wir mal, was rauskommt. Genau, zusätzlich dazu findest du alle meine Zusatzvideos auch hier auf YouTube in meiner Kanalmitgliedschaft. Wenn du gerne Teil meiner Soul Family werden möchtest, und darüber würde ich mich sehr freuen, findest du alles, was du wissen musst, dazu unten in der Infobox. So, für die Stiere unter euch, die sich das Zusatzvideo nicht anschauen, die Sache ist die, hier liegt kein Überraschungsmoment. Hier liegt kein Überraschungsmoment. Hier liegt dieses, ja, ich habe einen Plan, ja, ich habe ein Ziel, aber ich wusste die ganze Zeit nicht, wie. Wie, wo, was. Ich stand die ganze Zeit hier. Ich habe auf die Führung des Universums geachtet. Aber es ist nichts passiert. 7 Münzen, Stillstand. Das ändert sich hier. Hier ist eine total schnelle, transformative Energie. Und was auch immer das Universum dir zeigt, welche Information zu dir kommt, was das Universum dir für einen neuen, alternativen Weg zeigt.
Es ist genau die Chance, auf die du gewartet hast. Es ist deine Chance, endlich hier rauszukommen und etwas zu gestalten, das Spaß macht. Das kann auch eine Führungsposition sein, ne? Eine komplett neue Aufgabe. Aber definitiv, und das wird von vornherein klar sein, weißt du, okay, ne, damit bin ich jetzt länger beschäftigt. So, ne, hier ist irgendwie diese Langfristigkeit. Hier beginnt etwas, was langfristig neu in dein Leben integriert und aufgebaut werden möchte. Und du freust dich darüber. Ne? So, also es ist so, endlich habe ich alle Informationen, alle Werkzeuge, dass ich anfangen kann. Ne? So, hier geht es irgendwie darum, ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, endlich anfangen zu können. Here it is, Ast der Stäbe, take the lead. Jetzt darfst du anfangen mit dem, was du die ganze Zeit schon gestalten wolltest. Okidoki, so lasse ich das hier stehen. Vielen Dank, ich hoffe, diese Botschaft war hilfreich für dich. Vielleicht bis gleich, ansonsten hoffentlich bis bald. Tschüssi!